Ober. Herr Ober. Herr Oberkellner. Lieber Freund. Herr Ober, bitte. Herr Ober? Herr Oberkellner. Sie wünschen, Herr Sternberg? Na, endlich. Frühstück für zwei, bitte. Jawohl, zweimal Frühstück, sofort. Ich wollte Sie nur noch rasch etwas fragen, Herr Sternberg. Sind Sie der Schriftsteller, über den man jetzt so viel in Zeitungen liest? Mein Name ist John Steinbeck. Aha, erst gestern habe ich ein Bild von Ihnen in der Zeitung gesehen, aber da hatten Sie einen größeren Bart, kommt mir vor. Es war auch ein Artikel dabei, dass Sie einen Monat hierbleiben wollen, dass Sie inkognito sind, damit man Sie nicht belästigt. Mhm. Ist das Ihre Frau? Ja, das ist Frau Steinbeck. Sieht aber viel jünger aus als Sie. Ich würde gerne frühstücken. Sofort, Herr Sternberg. Sie müssen wissen, dass alle möglichen Schriftsteller in dieses Hotel kommen. Erst vorige Woche hatten wir einen hier, der Exodus geschrieben hat. Haben Sie Exodus gelesen? Nein. Ich auch nicht, so ein dickes Buch. Aber Ihren Alexis Sorbas habe ich gesehen. Wann haben Sie Alexis Sorbas geschrieben? Ich habe Alexis Sorbas nicht geschrieben. Hat mir großartig gefallen, der Film. An einer Stelle wäre ich vor Lachen beinahe zersprungen. Sitzen Sie dort? Ich hätte zum Frühstück gerne Kaffee und Tee für meine Frau. Sie haben Sorbas nicht geschrieben? Nein, das sagt ich Ihnen ja schon. Für was hat man Ihnen dann den Nobelpreis gegeben? Für die Früchte des Zorns. Aber nein. Also Kaffee und Tee, richtig? Richtig. Sagen Sie, Herr Sternberg, wie viel bekommt man für so einen Preis? Stimmt es, dass er $1 Million einbringt? Könnten wir dieses Gespräch nicht nach dem Frühstück fortsetzen? Da habe ich leider keine Zeit mehr. Warum sind Sie eigentlich nach Israel gekommen, Herr Sternberg? Mein Name ist Steinbeck. Sie sind aber kein Jude, nicht? Nein. Da habe ich mir doch gleich gedacht, amerikanische Juden geben kein Trinkgeld. Schade, dass Sie ausgerechnet jetzt gekommen sind, wo es fortwährend regnet. Jetzt gibt es hier eigentlich gar nichts zu sehen. Oder vielleicht sind Sie in Israel an etwas ganz Speziellem interessiert? Ja, ich möchte ein weich gekochtes Ei. 3 Minuten. 4. Sofort. Ich weiß, Herr Steinbock, in Amerika ist man es nicht gewöhnt, sich mit Kellnern so ungezwungen zu unterhalten. In Israel ist es anders. Wir haben Atmosphäre. Übrigens war ich nicht immer ein Kellner. Ich habe Orthopädie studiert, 2 Jahre lang. Leider braucht man hierzulande Protektion, sonst kommt man nicht weiter. Bitte bringen Sie uns jetzt das Frühstück mit einem weichen Ei. 3 Minuten, Herr Steinbock. 4. Ich weiß, aber dieser Sorbas, das war vielleicht ein Film, auch wenn Sie gegen Schluss, ganz unter uns gesagt, ein bisschen zu dick aufgetragen haben. Und der Koch hat mir gesagt, dass es von Ihnen auch noch andere Theaterstücke und Filme gibt. Ist das wahr? Ja. Was zum Beispiel? Jenseits von Eden. Hab ich gesehen. Mein Ehrenwort, das hab ich gesehen. Zum Brüllen, komisch. Besonders die Szene, wo sie versuchen, die Bäume aus dem Wald zu transportieren. Das kommt in Alexis Sorbas vor. Ja, richtig, da haben Sie recht. Also, was schreiben Sie sonst? Von Mäusen und Menschen. Mickey Maus? Wenn ich nicht bald das Frühstück bekomme, verhungere ich, mein Freund. Sofort, nur noch eine Sekunde. Mäuse, haben Sie gesagt? Das ist doch die Geschichte, wo die Dings da mit diesem Idioten ins Bett gehen will. Hey, bitte. Und das ist so ein dicker Kerl, der Idiot. Das heißt, in Wirklichkeit ist er gar nicht so dick, aber sie stopfen ihm lauter Kissen unter die Kleider, damit er dick aussieht. Und sein Freund neben ihm ist ganz mager und der dicke Kerl will immer Mäuse fangen und... Wieso wissen Sie das eigentlich nicht? Ich kenne den Inhalt meiner Stücke. Natürlich, wenn Sie glauben. Jedenfalls muss man auf diesen dicken Idioten immer aufpassen, damit er die Leute nicht verprügelt. Aber wie der Sohn vom Boss dann mit der Dings da frech wird, da steht er ganz ruhig auf und geht zu ihm rüber. Kann ich mit dem Geschäftsführer sprechen? Nicht nötig, Herr Steinberger. Es wird alles sofort da sein. Aber diese Mäuse haben mir wirklich gefallen. Nur der Schluss der Geschichte, entschuldigen Sie, also der hat mich enttäuscht. Da hätte ich wirklich was Besseres von Ihnen erwartet. Warum müssen Sie diesen dicken Kerl sterben lassen? Nur weil er ein bisschen schwach im Kopf ist? Deswegen bringt man da einen Menschen nicht um. Das muss ich Ihnen schon sagen. Gut, ich werde das Stück umschreiben. Nur bringen Sie uns jetzt endlich... Ja, wenn Sie wollen, dann lese ich es mir nochmal durch und sage Ihnen dann alles, was falsch ist. Ja. Das kostet Sie nichts, Herr Steinberg. Haben Sie keine Angst. Vielleicht komme ich mal nach Amerika und besuche Sie. Ich hätte viel mit Ihnen zu reden. Privat, meine ich. Aber das geht jetzt nicht. Ich habe zu viel zu tun. Also, wenn Sie wüssten, was ich alles erlebt habe, daneben ist Alexis Sorbas ein alter Hut. Bekomme ich jetzt mein weiches Ei oder nicht? Ich bedauere, am Sabbat servieren wir keine Eier. Aber wenn ich Ihnen einmal meine Lebensgeschichte erzähle, Herr Bergsteiger, dann können Sie damit ein Vermögen verdienen. Ich könnte sie natürlich auch selbst aufschreiben. Jeder sagt mir, ich bin verrückt, dass ich nicht einen Roman schreibe oder eine Oper oder sowas ähnliches. Die denken alle nicht dran, wie müde ich am Abend bin. Habe ich Ihnen allen gesagt, Sie sollen mich in Ruhe lassen und ich gebe es dem Steinberg. Was sagen Sie dazu? Das Frühstück.
Zum Beispiel vor 2 Jahren im Sommer schon, mehr gegen Ende des Sommers. Ich fahre mit meiner Frau nach Sodom. Plötzlich bleibt das Auto stehen, der Chauffeur steigt aus, hebt die Kühlhaube, steckt den Kopf rein. Und was glauben Sie, hat er gesagt? Er hat gesagt, der Vergaser ist hin. Stellen Sie sich das vor. Mitten auf dem Weg nach Sodom ist der Vergaser hin. Sie werden vielleicht glauben, ich habe das erfunden. Das ist die reine Wahrheit. Der Vergaser war hin. Die ganze Nacht mussten wir im Wagen sitzen. Es war eine kalte Nacht. Eine sehr kalte Nacht. Na, Sie werden das schon euch die schreiben, Herr Steinberg. Sie werden schon einen Bestseller draus machen. Ich sage Ihnen, es war eine Nacht, in der nicht mal Alexis Sorber so... Hä? Wohin gehen Sie? Ich habe doch noch eine ganze Menge Geschichten für Sie. Wie lange bleiben Sie denn noch bei uns in Israel? Bis zum nächsten Flugzeug. Herr Steinberg! So warten Sie doch, Herr Steinberger! Und in der Zeitung steht, dass er einen ganzen Monat bleiben will. So siehst du aus. Herr Kunststatter. Honig. Warum müssen Sie mich ständig beim Lesen stören? Mandelbäumchen? Was gibt's? Herr Grünberg ist hier. Da sehen Sie nicht, dass ich beschäftigt bin. Entschuldigen Sie. Na gut. Wer ist es? Honig. Grünberg, der Dichter, hat uns das Manuskript seiner Gedichtsammlung ich liebte dich unterbreitet. Wann? Vor ungefähr einem Jahr. Na gut. Sagen Sie, wir sollen nächsten Sommer wiederkommen. Ja, Herr Kunststatter. Warten Sie, wie sieht er aus? Wie ein Dichter. Ein Schlemiel. Verzweifelt? Sehr. Gut, schicken Sie ihn rein. Jawohl, Herr Kunststatter. Aber Herr Kunststatter, Sie haben doch nicht gelesen, was... Honig! Wollen Sie mir beibringen, was ich in meinem Beruf tun muss? Gehen Sie an Ihre Arbeit. Jawohl, Herr Kunststatter. Herr Grünberg, hier bitte. Ja. Dort ist Herr Kunststatter persönlich. Danke Ihnen. Verzeihung. Setzen Sie sich. Nicht auf den Boden, den Stuhl. Danke sehr. Was ist los? Herr Kunststatter, haben Sie meine Gedichte gelesen? Natürlich. Und? Sie wollen wissen, was ich davon halte? Ja, ja. Nun, meine Meinung darüber ist sehr einfach. Einfach? Man kann es in 3 Worte zusammenfassen. 3? Sogar in 2. Sogar? Ich habe Ihre Gedichte gelesen, Grünberg. Sie haben meine... Sie sind entschieden, wie soll man sagen, entschieden, brauchen Sie? Nein, danke, entschuldigen Sie. Entschieden? Was entschieden? Sie sagten, meine Gedichte seien entschieden? Ja, Ihre Gedichte, Grünberg, sind entschieden, Gedichte. Aber es ist die Frage, welche Art von Gedichten sind diese Gedichte? Ja, welche Art sind sie denn? Sehen Sie, mein Junge, genau das will ich Ihnen ja erklären. Genau das. Deswegen sind wir ja hier. Hier. Gut, Grünberg, hören Sie genau zu. Ich habe Ihre Gedichte gelesen. Was ist los? Entschuldigen Sie, mir ist etwas schlecht. Honig, Wasser. Bitte. Vielleicht wollen Sie eine kleine Erholungspause. Nein. Wir können diese Diskussion nächsten Monat fortsetzen. Nein, ich hätte gerne jetzt Ihre Ansicht gehört, wenn ich darf. Frei von der Leber. Der Leber? Na gut, bitte sehr. Meiner Meinung nach sind Ihre Gedichte, wie soll ich sagen, um mich klar und mit wenigen Worten auszudrücken, um es nicht ins Endlose zu ziehen. Ihre Gedichte, Grünberg, sind entschieden, so glaube wenigstens ich. Es sind ohne jeden Zweifel, gerade herausgesagt, großartige Gedichte. Honig, lesen Sie ihn auf. Bitte. Wo bin ich? Habe ich richtig gehört, Herr Kunststatter? Herr Kunststatter sagte, dass meine Gedichte
großartige Gedichte sind? Aber gewiss, mein lieber Junge. Ich glaube, dass in den letzten 250 Jahren nicht so Gutes geschrieben wurde wie... Ich liebte dich, ich liebte dich. Oh, nicht. Diese Gedichtsammlung kann sich in meinen Augen mit allen phonetischen Meisterwerken der Weltliteratur messen. Bravo. Danke. Ich persönlich liebe ihr Honig. Ich liebte dich, ich liebte dich. Schon gut. Ich liebte ihre Gedichte, Grünberg. Ich liebte sie ganz einfach. Dankeschön, Herr Kunstatter. Ich möchte Sie nicht enttäuschen und verspreche Ihnen, dass ich die Gedichte vor der Veröffentlichung noch einmal überarbeite. Ausgezeichnet. Welche Veröffentlichung? Veröffentlichung. Das Buch, Herr Kunstatter. Ich liebte dich, ich liebte dich. Ich habe niemals gesagt, mein Herr, dass ich beabsichtige, Ihr Buch zu verlegen. Aber Sie sagten... Großartig. Ja, die Gedichte sind nicht schlecht. Nichts Besonderes, aber nicht schlecht. Aber wer kauft heutzutage schon Poesie? Kauft niemand? Vielleicht 40 Exemplare im Durchschnitt. Oh, nicht. Wie wär's, wenn Sie mich hier machen ließen, hm? Wir verkaufen etwa 40 Exemplare im Durchschnitt. Ich bin bereit, auf meine Tantiemen zu verzichten, Herr Kunstatter. Das versteht sich von selbst, aber das reicht nicht. Ich habe nur 6,80 bei mir. Geben Sie her. Aber das bringt uns der Lösung nicht näher. Haben Sie nicht irgendeine schwere Krankheit, Grünberg? Warum? Eine schwere Krankheit ist eine prima Sache, mein Junge. Der junge Dichter auf seinem Sterbebett. Sowas bewegt, sowas kann die Sache ins Rollen bringen. Es tut mir furchtbar leid, aber ich bin gesund. Im Moment wenigstens. Vielleicht im Winter, wenn es anfängt zu regnen, da... Ich könnte versuchen... Ich kann nicht auf Wunder warten. Aha, ja... Was soll ich machen? Muss ich Ihnen Ratschläge geben? Ich bin kein Dichter, Grünberg. Auf jeden Fall, als der Maler Zungspitzer blindete, zahlte man fantastische Summen für seine Gemälde. Ich trage auch Brille. Mein lieber Grünberg, Sie sind offensichtlich nicht in der Lage, das Prinzip zu begreifen. Man kann es mit einem Wort sagen. Hm. Halabaloo. Hm. Was ich brauche, ist Halabaloo. Hm. Lassen Sie sich was einfallen, Himmel nochmal. Vielleicht sollte ich nackt die Ellenby-Straße hinunterlaufen und schreien, ich liebte dich, ich liebte dich. Ein uralter Trick. Herr Kunstatter, um alles in der Welt, was könnte ich tun? Können Sie Trompete blasen, mein Herr? Oh, nicht bitte. Ich habe eine Idee. Ja? Trompete. Hm? Sie werden lernen, das Bombardon zu blasen, dann schmuggeln Sie es in die Festsitzung des Schriftstellerverbandes und in der Mitte der Begrüßungsansprache legen Sie los. Die Zeitungen greifen das sicher auf. Ja, das macht bestimmt einen gewaltigen Lärm, aber ich bin zu schwach, um diese riesige Trompete zu schleppen. Wenn Sie so schwach sind, dann schreiben Sie keine Gedichte. Ich werde üben. Ich werde üben. Gibt es denn nicht doch irgendeine schwere Krankheit, an der Sie leiden? Es tut mir leid, aber wie ich schon sagte, vielleicht im Winter... Sind in Ihrer Sammlung auch Liebesgedichte? Erinnern Sie sich nicht, Herr Kunstatter? Ich lese niemals Gedichte, aber wenn einige Ihrer Gedichte realistische, gewagte Beschreibungen mit ein paar netten Zötchen haben... Hm? Sie wissen, was ich meine. Honig. Hören Sie auf mit diesem dreckigen Lachen, ja? Wir sind ein ehrenwerter Verlag, haben Sie das vergessen? Verzeihung... Vielleicht. Was? Wie bitte? Nichts, Grünberg. Honig. Honig spielt nur darauf an, dass Sie sich vielleicht aufhängen könnten. Der Dichter von der Liebe enttäuscht begeht Selbstmord. Sie verstehen, was ich meine. Ja, aber ich halte die Idee nicht für allzu glücklich. Warum? Das bedeutet 1000 Auflagen. Trotzdem, ich weiß nicht. Na schön, was könnten Sie sonst machen? Ich kann Gedichte schreiben, großartige Gedichte. Hahaha, ha, ha, sehr lustig. Werden Sie nicht kindisch. Was können wir machen? Was können wir machen? Honig. Gefängnis vielleicht? Honig. Gott sei Dank, dass ich nicht auf Ihren Rat angewiesen bin. Halabaloo, mein Junge. Halabaloo, mir beginnt Ihr Buch zu gefallen, Grünberg. Wir lancieren in die Presse, dass Sie 2 Jahre im Gefängnis waren. Das wird nicht gehen, Herr Kunstatter. Es ist zufällig wahr. 2 Jahre? Ja, wegen Bigamie. Aha, ich verstehe. Ich liebte dich, ich liebte dich. Gibt es in Ihren Gedichten etwas Antireligiöses? Na, ich beschäftige mich nicht mit Politik. Na schön. Also, Grünberg, heute Nacht gehen Sie auf Tour, brechen in einige Häuser ein, zerschmeißen ein paar Fenster. Halabaloo. Genau. Von Zeit zu Zeit werden Sie Trompete blasen, Tuberkulose kriegen. Jetzt versuchen. Ich kann Ihr Buch schon fast in einer Luxusausgabe sehen. Oh, wunderbar. Dünndruck. Danke, danke. Kostbar gebunden. Wunderbar. Auf dem Deckel, ich liebte dich in goldenen Buchstaben. Es ist wie im Traum. Und auf dem Schutzumschlag ein Knaller. Das letzte Werk des je Verstorbenen. Herrlich. Wie bitte? Honig, führen Sie unseren Dichter hinaus. Hm? Kommen Sie bitte.
Hallabaloo. Das gibt mindestens 3 Auflagen. Wer ist draußen? Ich. Was wollen Sie? Dass Sie die Tür öffnen. Ich brauche nichts. Ich brauche nichts, sage ich Ihnen. Ist Herr Harscherschein ihm zu Hause? In welcher Angelegenheit? Persönlich. Wann kommt er nach Hause? Er kommt überhaupt nicht nach Hause. Warum nicht? Weil er tot ist. Tot? Das ist schade. Er ist vor 2 Jahren gestorben an Lungenentzündung. Wir alle müssen einmal sterben, der eine früher, der andere später. Zuerst dachten wir, es wäre nur eine Grippe. Er hustete ein wenig, das war alles. Dann hat man ihm Penicillin gegeben. Arme Frau. Haben Sie dieses Inserat aufgegeben? Hauskatze verloren hört auf den Namen Clarisse. Clarisse? Ja, das Inserat ist von mir. Bitte, treten Sie ein, lieber Herr. Clarisse, Sie haben meine Clarisse gefunden. Einen Augenblick, ich bin noch nicht fertig. Hoher Finderlohn. Ja, natürlich, das versteht sich von selbst. Aber kommen Sie doch weiter, lieber Herr. Wo haben Sie sie gefunden? Wo ist meine Clarisse? Haben Sie jemals etwas so Wunderschönes gesehen? Diese herrlichen grünen Augen, das süße rosa Näschen, das schneeweiße Fell. Weiß? Das schneeweiß, fleckenlos weiß. Daran müssen Sie ja erkannt haben, dass sie eine edelrassige Katze ist. Ich erkenne gar nichts. Ich kann das nicht unterscheiden. Katzen sind für mich Katzen. Oh, wie mag es ihr wohl ergangen sein, meine armen Clarisse? Wo haben Sie sie gefunden? Gefunden? Wieso gefunden? Ja, Sie sagten doch, Sie haben... Nicht ich. Ich habe nur gefragt, ob Sie dieses Inserat aufgegeben haben. Ja, gewiss. Aber wenn Sie sie nicht gefunden haben, warum sind Sie dann hergekommen? Ich habe auch nicht gesagt, dass ich sie nicht gefunden habe. Also jetzt verstehe ich kein Wort mehr. Nehmen wir an, ich habe sie gefunden. Wo ist sie? An einem sicheren Platz, unter Freunden. Oh, Gott sei Dank. Und jetzt bekommen Sie eine schöne Belohnung. Wie schön. Wie es in solchen Fällen üblich ist. Üblich genügt nicht. Es ist eine edelrassige Katze. So ein Tier kostet Geld. Wie viel? Was haben Sie sich vorgestellt? Ein Pfund? Eineinhalb Pfund? Eineinhalb Pfund für eine gesunde Edelkatze. Ein halbes Kilo Wurst kostet 3. Also 2 Pfund. Das ist sehr viel Geld. Vielleicht für einen Hund. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Verlieren Sie einen Hund und ich finde ihn für 1 Pfund. Eine Katze ist teurer. Warum? Haben Sie schon einen Hund auf einen Baum klettern sehen? Sie haben Clarisse auf einem Baum gefunden? Erst denken, dann reden. 10. 10 Pfund? Das ist der Preis. Zu hoch? Wie viele Katzen findet man schon im Monat? 2, 3. Man muss von etwas leben. 10 Pfund. Für 10 Pfund kann ich mir ja einen Tiger kaufen. Einen Tiger? Was machen Sie mit einem Tiger? Er frisst Sie zum Frühstück. 10 Pfund für eine Katze? Unverschämt. Nur beim ersten Mal. Nächstens finde ich Ihnen eine billigere. Wir können einen Vertrag abschließen gegen eine monatliche Zahlung von... Oh, Sie haben Clarisse gestohlen. Ich bin ein ehrlicher Finder. Wo haben Sie sie gefunden? Auf dem Dach. Auf welchem Dach? Auf welchem Dach? Auf dem Dach in unserem Barackenlager.
In der Zeitung steht, dass es in Israel schon längst keine Barackenlager mehr gibt. Die Zeitungen müssen über etwas schreiben. Wenn Sie mich fragen, werden noch die Kinder von Clarice in Baracken leben. Die Kinder? Bis jetzt hat sie noch keine. Aber die Zeit vergeht schnell. Na schön. Ich gebe Ihnen die 10 Pfund. Und jetzt bringen Sie mir Clarice. Jetzt? Ja, natürlich jetzt. Zuerst den Finderlohn, Frau Shoshanim. Was fällt Ihnen ein? Soll ich eine Katze im Sack kaufen? Sack? Ist das hier ein Sack? Clarice ist in diesem Korb? So Gott will. Zeigen Sie her, Clarice. Ich will meine Clarice sehen. Sie können sie hören. Clarice. Ich habe sie gehört. Clarice. Machen Sie den Korb sofort auf. In dem Korb ist ja keine Luft. Machen Sie ihn auf. Auf was warten Sie noch? 10 Pfund. Zuerst Clarice. Zuerst den Finderlohn. Was soll ich mit Ihnen machen? Warten Sie. Lassen Sie mich nachdenken. Also, damit wir beide sicher gehen, Frau Shoshanim, werde ich bis 3 zählen. Wenn ich 3 sage, dann geben Sie, Frau Shoshanim, mir den Finderlohn in diese Hand und ich, Shabbati, gebe Ihnen die Katze mit der anderen Hand. Sehen Sie? So. Schon gut, schon gut. Machen wir es rasch. Hier ist eine 10-Pfund-Note. Clarice, jetzt wirst du bald wieder bei mir sein. Clarice, Elaine, und dann trennen wir uns nie, nie, nie wieder. In dem Korb ist nicht viel Luft. Hab dann also los, um Himmels Willen. Ich bin soweit. Ich zähle bis 3. Fertig? Fertig. Aber dass Sie sich nicht verspäten. Nein. Es muss auf die Sekunde klappen. Ja. Also, damit wir keine Zeit verlieren, in Gottes Namen, 1, 2, 3. Wo sind die 10 Pfund? Wo ist Clarice? Hier. Dieses kleine, magere Ding, das ist nicht Clarice. Nicht? Vielleicht ist es auch keine Katze. Um keinen Preis in der Welt nehme ich diese Katze. Warum nicht? Weil es nicht Clarice ist. Woher wissen Sie das? Diese Katze ist doch pechschwarz. Schwarz. Das sehen Sie doch. Aha, ich hab's gewusst. Sie wollen diese Katze nicht haben, weil sie schwarz ist. Es kommt Ihnen nicht auf die Katze an, sondern auf die Farbe. Diskriminierung, Rassenhass. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen, Herr Shabbati. Ich kenne diese Katze nicht. Nicht? Darf ich vorstellen? Clarice, das ist Frau Shoshanim. Clarice! Sie rufen sie Clarice? Ich habe ihn von Anfang an Clarice gerufen, damit er sich daran gewöhnt, dass er Clarice ist. Aber der Name gefällt ihm nicht, er ist ein Kater. Und wie heißt er wirklich? Mau Mau, ein prachtvolles Tier. Ich würde ihn nicht für 100 Clarissen hergeben. Wie können Sie sich unterstehen, die 2 in einem Atem zu nennen? Sehen Sie sich doch einmal seinen Bart an, Frau Shoshanim. Wie das blitzt. So etwas Gescheites von einem Tier gibt es kein zweites Mal. Vor Menschen, die er gern hat, geht er nie über die Straße, weil er weiß, dass schwarze Katzen Unglück bringen. So gescheit ist er. Und er fängt Mäuse wie ein Besessener. In meinem Haus gibt's keine Mäuse. Ich kann Ihnen welche bringen. Außerdem ist Mau Mau gar nicht so klein, wie er nach außen wirkt. Wenn er will, kann er wie eine Edelrasse ausschauen. Jetzt steht er nicht gerade, weil er Hunger hat. Steh gerade, Dummkopf, wenn man von dir spricht. Warten Sie, ich gebe Ihnen ein wenig Milch. So, trink schön, Kleiner. Die kleine rote Zunge arbeitet wie geölt, was? Ich habe mir's überlegt, Herr Shabbati. Sie können ihn hier lassen. Hier haben Sie Ihre 10 Pfund. Wofür? Für Mau Mau. Frau Har Shoshanim, 10 Pfund für dieses prachtvolle Tier. Aber das ist doch der Preis, den Sie verlangt haben. Frau Har Shoshanim, die 10 Pfund waren der Finderlohn. Jetzt müssen Sie auch noch für die Katze zahlen. Sie machen Witze. Ihre Katze war Clarice. Das hier ist eine vollkommen neue. 15 Pfund alles zusammen. Das ist nicht schön von Ihnen. Nicht schön, hat sie gesagt. Komm, Mau Mau, zurück in den Korb. Hier haben wir nichts mehr verloren. Wir gehen nach Hause. Warten Sie, da sind 15 Pfund. Nehmen Sie sie und geben Sie mir den Kater. Na los, zählen Sie nach.
2. Er fängt keine Mäuse. Ich habe gelogen. Er fürchtet sich vor Mäusen. Macht nichts. Gut. 1, 2, 3. Er wächst auch nicht mehr. Er ist eine Missgeburt. Nun nehmen Sie schon. Ich kann nicht. Warum können Sie nicht? Ich war nicht ehrlich zu Ihnen, Frau Harshoshanim. Saadia Shabati war nicht ehrlich. Der Kater gehört meinen Kindern. Aber Sie sagten mir doch, dass Sie ihn gefangen haben. Natürlich habe ich ihn gefangen. Ich bin auf das Dach von unserer Baracke hinaufgestiegen und habe ihn gefangen. Ich habe ihn gefangen, damit ich Clarisse aus ihm machen kann. Ich schäme mich, einen Mann in ein Weib zu verwandeln für ein paar schäbige Pfunde. Ach, so schlimm ist es gar nicht. Wollen Sie noch 2 Pfund haben? Frau Harshoshanim, meine Kinder lieben ihn über alles. Sie lieben ihn, weil er so schwarz und arm ist. Warum haben Sie ihn dann überhaupt hergebracht? Jetzt bringe ich ihn wieder zurück. Zu meinen Kindern. Was soll ich jetzt machen? Das weiß ich nicht. Fangen Sie sich selber eine schneeweiße Katze. Mao Mao ist nicht zu haben. Und geben Sie keine Inserate mehr in die Zeitung. Ich komme nicht wieder. Was wollen Sie? Rühren Sie sich nicht, wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist. Ich scherze nicht. Wer sind Sie? Was glauben Sie, der Steuereinnehmer? Bitte den Revolver etwas... Halten Sie den Mund. Wenn Sie nur einen Laut von sich geben, sind Sie ein toter Mann. Dass so etwas möglich ist, dass in unserem Land, dass ein Jude am anderen sowas antut. Na, wenn schon. Das gehört zu unserem Normalisierungsprozess. In einem normalen Land muss es auch Räuber geben. Und deshalb werden Sie jetzt ausgeraubt. Kein Grund zum Jammern. Ich jammere ja nicht meinetwegen. Ich jammere über die Zukunft unseres Landes. Dann jammern Sie leise. Ja. Jetzt wollen wir mal nachsehen. Aha, der Schmuck Ihrer Frau. Um Gottes Willen, nur das nicht. Keine Bewegung. Sie werden auch ohne Juwelen auskommen. Prachtvoll. Wunderschön. Alles falsch. Und halten. Wo ist das Geld? Sagen Sie mir sofort, wo Sie Ihr Geld versteckt haben, oder es knallt. Geld? Ich? Lassen Sie die Kinder rein, das nützt Ihnen nichts. Haben Sie das Geld vielleicht im Strumpf versteckt? Strumpf! Jetzt ableichen Sie, was? Aha. Ist das vielleicht kein Strumpf? Na also. Das ist nicht schön von Ihnen. Ich habe das Geld für einen Kühlschrank beiseite gelegt. Gut, ich werde mir dafür einen Kühlschrank kaufen. Was ist das? Nichts, was Sie interessieren könnte. Meine Medikamente. Was für Medikamente? Meine Magengeschwüre. Magengeschwüre? Magengeschwüre. Wann haben Sie die bekommen? Vor 14 Jahren. Wie groß? Kirschkerngroß. Tut manchmal fürchterlich weh. Warum fragen Sie? Haben Sie auch Magengeschwüre? Ob ich Magengeschwüre habe? Seit 27 Jahren, mein Lieber. Perforiert. Perforiert? Das ist begreiflich. In einem Beruf wie dem Ihren, wo man sich ständig im Stress befindet? Eben.
Was für Medikamente nehmen Sie? Amitbenzol, Molfomizin-Bromid. Ich nehme Carbostrichiobicarbonat-Magnesium. Carbostrichiobicarbonat-Magnesium kenne ich, ist überhaupt nichts wert. Lindert die Schmerzen für ein paar Minuten und dann geht's wieder los. Was steht hier auf dieser Schachtel? Bei Schmerzen infolge von Erregungszuständen oder fetthaltiger Nahrung sofort eine Tablette einnehmen, wenn vom Arzt nicht anders verordnet. Aha, dann verordne ich Ihnen jetzt 2 Tabletten. Es wird Ihnen gut tun. Dazu brauche ich Wasser. Dann holen Sie es. Also los, los! Ja. Auch für mich ein Glas, ja? Ich möchte Ihre Tabletten ausprobieren. Gleich. Wissen Sie, ich habe schon überlegt, ob ich mich nicht operieren lassen sollte. Hier bitte. Danke. Also tun Sie das bloß nicht. Operationen sind immer gefährlich. Darauf soll man sich nur einlassen, wenn es gar nicht mehr anders geht. Hat man Ihnen eine Diät vorgeschrieben? Ach, Diät hilft überhaupt nicht. Danke. Ja. Also, ich halte nichts von Diätvorschriften, lauter Schwindel. Der Organismus lässt sich nicht betrügen. Manchmal esse ich gefülltes Kraut und nichts passiert. Manchmal trinke ich ein Glas vorgewärmte Milch und bekomme einen Anfall. Kenn ich. Magensäure. Stimmt. Sie sollten nicht so lange stehen. Setzen Sie sich doch. Danke. Also, Ihr Magen produziert zu viel Säure? 68. Ich habe 71. 71? Das ist ja fantastisch. Wirklich 71? Genau. Können Sie das beweisen mit einem ärztlichen Attest oder so? Ja, selbstverständlich. Ja, also, zufällig habe ich es nicht bei mir. Zufällig? Das ist ein merkwürdiger Zufall. Also ich könnte Ihnen mein Attest zeigen. Was heißt ja könnte? Könnte? Könnte ich Sie mal um meine Brieftasche bitten? Achso, Entschuldigung. Hier. Und was steht hier? Magensäure 68. Hier stand ursprünglich 58. Wenn man genau hinschaut, sieht man es ganz deutlich. Sie haben 68 draus gemacht. Bitte? Eine klare Urkundenfälschung kann Sie 2 Jahre kosten. Bitte? Ich? Ein Fälscher? Also das ist doch unerhört. Also passen Sie gefälligst auf, was Sie reden. Ja, sonst müsste ich Sie bitten, meine Wohnung zu verlassen. Ich habe keine 58. Wenn Sie es genau wissen wollen, beim ersten Test hatte ich sogar 73. Aber die Ärzte wollten das nicht anerkennen, weil der Test während einer Hitzewelle gemacht wurde. Ja, schon gut. Sie sollen sich nicht aufregen. Ja. Auch bei 58. Ja, also jetzt nehmen Sie endlich Ihre Tablette. Ich möchte sehen, wie sie bei Ihnen wirkt. Ja, das ist individuell. Ich nehme 2, ja? Na ja, gut. Bitte halten Sie doch einen Augenblick den Revolver. Sehr gern. So, jetzt schlucken Sie. Ja. Na? Wir werden ja sehen. Aber warum stehen Sie? Setzen Sie sich doch. Danke. Also, ich fürchte, dass ich einen großen Fehler gemacht habe. Wenn ich sofort auf Diät gegangen wäre, hätte es noch geholfen. Aber ich habe die Symptome nicht beachtet. Und jetzt ist es zu spät. Jetzt kann ich es nicht mehr ändern. Ich esse, ich rauche. Ich auch. Das ist hoffnungslos. Trinken Sie? Wenn man mir was anbietet. Augenblick. Ich habe eine wahre Köstlichkeit im Haus. Darf ich einen schenken? Ja, bitte. Bitte. Französischer Cognac. Hervorragend. Aber für uns beide das reine Gift. Lechaim. Das schmeckt. Gestatten Sie? Max Polakow. Moritz Deutscher, sehr erfreut. Haben Sie Nierensteine? Gries. Ich habe einen solchen Stein. Schmerzt fürchterlich. Der Gries auch. Manchmal krümme ich mich vor Schmerzen. Das ist noch gar nichts. Wenn bei mir ein Anfall beginnt, möchte ich am liebsten die Wände raufklettern. So bin ich ja auch hier reingekommen. Ja, was haben Sie denn? Ist Ihnen schlecht? Dieses Brennen im Magen. Ich darf keinen Alkohol trinken. Und dabei waren es doch nur 2 Gläser. Hier, warten Sie. Nehmen Sie etwas Bicarbonat. Ich trage das immer bei mir, wenn ich bei Nacht arbeite. Danke. Werden Sie es heute nicht selbst brauchen? Nee, keine Sorge. Nur dann breche ich eben in eine Apotheke ein. Ja.
So. Und jetzt legen Sie sich schön hin. Mhm. Ja. Kommen wir in die Decke. Decke. So. Danke. Schlafen Sie gut, Moritz. Danke. Wir brauchen Schlaf. Ah, ja. Komm doch bald wieder, Max. Wird mir eine Freude sein. Hm. Mir auch. Musst mich nur rechtzeitig wissen lassen, wann. Wie wär's mit Dienstag? Ist in Ordnung, ja. Hol mich zum Abendessen ab. Ja, mach ich. Du, warte mal, ich schreib's mir eben auf. Ja? Mhm. Dienstagabend, Moritz Deutscher abholen, durch die Tür kommen. Wiedersehen, Moritzel. Wiedersehen, Maxl. Und viel Glück noch. Ja. Wiedersehen. Espresso. Hallo, Grünbaum. Ja, hallo. Es ist schön, dass wir uns hier treffen. Ja, ich war nur gerade im Gehen. Wieso, sind wir eben erst hereingekommen? Wieso? Ach so, ja, richtig, natürlich. Na, haben Sie es gelesen? Wie geht's immer? Danke, ausgezeichnet. Haben Sie es gelesen? Was soll ich gelesen haben? Das Buch. Welches Buch? Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Meinen neuen Roman, Gefangen im Taumel des Glücks. Ich habe Ihnen das Buch geschickt vor circa... Ja. Ja, genau. Haben Sie es gelesen? Aber sicher. Ich kann mich nur nicht mehr so genau erinnern. Es ist doch noch keine 4 Wochen her, dass ich Ihnen das Buch geschickt habe. Mit Widmung. Ja. Sind Sie ganz sicher, dass Sie es erhalten haben? Sie haben es mir selbst gesagt, dass wir uns mit Fritzi vor ungefähr 3 Wochen im Theater getroffen haben. Sie sagten, Sie hätten gerade angefangen, es zu lesen. Ah ja, stimmt, mit Fritzi. Genau. Und vor 14 Tagen haben wir uns in der Sauna getroffen und da meinten Sie, wir müssten unbedingt über mein Buch reden. Nur wäre die Sauna nicht der richtige Ort dafür. Ja, richtig. Jetzt erinnere ich mich, ja. Es hat einen grünlichen Umschlag. Schwarz. Richtig, schwarz, ja. So ein tiefes, dämmeriges Schwarz. Genau, dann haben Sie es jetzt sicher gelesen. Natürlich. Und? Und? Was und? Was sagen Sie? Ja, ich würde sagen, ja, treffen wir uns doch nächste Woche. Nein. Jetzt lasse ich Sie nicht weglaufen. So. Wie finden Sie mein Buch? Wie ich Ihr Buch finde? Ja. Ja. Also erst einmal setzen Sie sich. Ich sitze ja. Ach so, gut. Was trinken Sie? Nichts, danke. Was halten Sie von meinem Roman? Sie wollen also wissen, was ich davon halte. Hm. Nun, offensichtlich haben Sie viel Arbeit investiert. Das spürt man ganz deutlich. 3 volle Jahre. Aber den Keim zu diesem Werk trage ich schon seit meiner Kindheit in mir. Das merkt man, ein reifes Werk. Danke. Keine Ursache. Welchen Eindruck macht es darüber hinaus auf Sie? Einen ziemlichen. Das ganze Buch? Das ganze Buch. Bitte. Sie müssen ehrlich mit mir sein. Glauben Sie mir, ich kann Kritik vertragen. Ich brauche Kritik. Dies ist nicht mein erstes Buch. Gut, dann will ich ehrlich sein. Ja, ich habe Ihr Buch gelesen, aber den ersten Teil halte ich nicht für, sagen wir, nicht für besonders gelungen. Sie auch. Mein Gott, Sie auch. Wie alle anderen. Begreifen Sie denn nicht, dass dieser erste Teil lediglich die Exposition darstellt? Exposition, Schmecksposition. Die Frage ist doch schlicht und einfach. Die wird man von Anfang an gefesselt oder nicht? Nicht? Und man wird nicht? Vom ersten Teil nicht. Entschuldigen Sie. Hm. Dann später kommt die Sache in Schwung. In der zweiten Hälfte, da zeigen Sie es, da beweisen Sie es. Hm. Da ist Handlungstempo, da ist Rhythmus, da ist greifbares Geschehen. Da ist der Ober. Einen Espresso bitte. Das ist lebendig. Mir auch. Das ist ausgereift. Ich danke Ihnen. Sind Sie sicher, dass der Umschlag nicht grün ist? Nein, er ist schwarz, tiefschwarz. Eine Frage noch. Finden Sie nicht, dass ich im Mittelteil eine kleine Raffung vornehmen sollte? Raffen ist immer gut. Werfen Sie den Mittelteil raus und Ihr Buch wird ein Bestseller. Möglicherweise haben Sie recht. Aber auf der anderen Seite muss ich doch begründen, warum Boris sich der Schmugglerbande anschließt. Wissen Sie,
dieser Boris. Sie mögen ihn nicht? Doch, doch, ich mag ihn. Ich mag ihn. Ich finde die Figur stimmig. Aber irgendetwas stört mich, beunruhigt mich. Sagen Sie nichts. Sagen Sie nichts. Die Amputation. Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich wusste es. Ich wusste es ganz genau. Aber was hätte ich tun sollen? Ich frage Sie. Was hätte ich tun sollen? Langsam, langsam. Sehen Sie, dieser Boris ist sicher ein Charakter, den man nicht so bald vergessen kann. Man spürt, dass ihm ihre ganze Liebe gehört. Liebe? Ich liebe Boris, dieses Schwein, diesen Verbrecher. Ich glaube, es ist die abstoßendste Figur, die ich je geschaffen habe. Ja, das glauben Sie vielleicht, aber ich sage Ihnen, tief in Ihrem Innern identifizieren Sie sich mit ihm. Ich? Mit Boris? Sie, mit Boris. Wenn Sie wüssten, was Sie da rühren. Als ich anfing zu schreiben, da hatte ich eine Aversion gegen Boris. Ich hasste ihn. Sie müssen mir das glauben. Aber als er sich dann mit dem Marineattaché wegen Peter überwarf und trotz allem davon Abstand nahm, seiner Mutter von Abigails Vergewaltigung zu erzählen, Sie erinnern sich doch. Sicher, ja, wie er trotz allem Abstand nahm, wegen Peter. Genau. Man merkt, dass Sie das Buch nicht nur oberflächlich gelesen haben. Ja, und da habe ich mich gefragt, hat Boris in all seiner Schwäche und Unentschlossenheit nicht doch größere menschliche Qualitäten als der Zoologe? Vielleicht. Mag sein. Ach. Zwei Espresso, bitte. Herr Ober, bringen Sie mir noch einen Mohnstrudel. Wie geht's Fritzi? Gut, übrigens, man sagt, dass zumindest was die Handlung betrifft, dieser Roman das Beste ist, was ich je gemacht habe. Also, so weit würde ich nicht gehen. Nicht das Beste, vielleicht das Rätselhafteste, vielleicht. Ich wiederhole nur, was die Leute sagen. Die Leute, ist mir doch völlig egal, was die Leute sagen. Sie erwarten doch nicht von mir, dass mich das auch nur im geringsten interessiert, was die Leute sagen. Nein, natürlich nicht. Einige Passagen wirken hineingestoppelt in diesen Roman. Ja, eine andere Frage. Wie hat Ihnen die Beschreibung des nächtlichen Kamelrennens in der Wüste gefallen? Ausgezeichnet. Sehen Sie, die ist Ihnen voll gelungen. Und als Katharina dem Richter den Kerzenleuchter ins Kreuz warf, wie fanden Sie das? Doch, das fand ich ja. Ja, aber dann müssen Sie doch auch die Seitensprünge Meier Kronstadts in Kauf nehmen. Vorsicht, mein Junge, Vorsicht. Sie können von mir aus reden, über wen Sie wollen, aber hören Sie auf mit Meier Kronstadt. Der ist als Typ doch völlig verzeichnet, überzeugt in keiner Weise. Sie können ihn vollkommen vergessen und Ihr Buch leidet nicht im geringsten darunter. Sehr komisch, wirklich sehr komisch. Und wer liefert den Konfliktstoff, wenn nicht Meier Kronstadt? Wer? Das liegt doch auf der Hand. Ich nehme an, Sie denken an den Zoologen. An wen sonst? Ja, und was ist mit Katharina? Geben Sie ihr den Richter. Schwanger, wie sie ist? Nachher. Sie wird überfahren, erinnern Sie sich nicht. Lassen Sie sie nicht überfahren, lassen Sie Abigail überfahren. Lassen Sie Katharina einfach nicht mehr auf die Straße. Das ist völlig abwegig. Hören Sie, mein Freund, ich habe schon Bücher gelesen, als Sie noch nicht auf der Welt waren. Solche Bemerkungen verbitte ich mir. Ja. Ich weiß, was Sie und Ihresgleichen hochbringt, wenn es jemand wagt, auf bequeme Lösungen zu verzichten. Zum Beispiel die Tatsache, dass Boris nicht in dem künstlichen See ertrinkt. Das ist es doch. Boris. Der hat mir gerade noch gefehlt, Boris. Jawohl, Boris. Gehen Sie zur Hölle mit Ihrem Boris. Es ist wirklich nicht zu fassen, was Sie in dieses Schwein alles hineinlegen. Und ich werde Ihnen noch etwas sagen. Die ganze Geschichte mit ihm und Abigail ist völlig belanglos und unwesentlich. Unwesentlich? Aber sie braucht doch jemanden, an den sie sich lehnen kann. Dann lassen Sie sie lehnen, großer Gott, aber nicht an Boris. Gibt es denn wirklich keinen anderen Mann für das Mädchen? Wen? Den Zoologen zum Beispiel. Wie heißt er doch gleich? Kronstadt. Kronstadt ist kein Zoologe. Natürlich ist er Zoologe. Und was für einer. Und wenn ich Kronstadt, wie steht's mit dem Kommandanten? Kronstadt ist der Kommandant. Sehen Sie, alles ist möglich. Und von mir aus kann er Bakteriologe sein. Jeder ist besser als dieser Boris. Jeder. Vielleicht haben Sie recht, aber Boris schließlich und endlich... Ich möchte kein Wort mehr über Boris hören. Boris. Schon der Name macht mich wahnsinnig. Da ist sogar der Marineattaché eine bessere Partie für Abigail oder Peter. Peter ist der Jagdhund. Jeder ist besser als Boris. Geben Sie ihr den Richter. Ich weiß.
soll er Katharina wieder verstoßen. Den Richter kann ich nur empfehlen. Ihn oder Fritzi oder Birnbaum. Wer ist Birnbaum? Ein sehr anständiger Mensch. Er wiegt ein gutes Dutzend ihrer Kronstadts auf, das können Sie mir glauben. Einen Roman schreiben heißt mehr, als mit Tinte in der Gegend herumspritzen. Man braucht einen Stoff, eine Geschichte. Man braucht Charaktere, tiefe Lebensweisheit. Ich streiche Boris raus. Zu spät. Das hätten Sie eher tun sollen. Schreiben Sie eine Geschichte mit Hand und Fuß und nicht ein derartiges Blabla. Boris, das nennen Sie einen Roman? Ich nenne sowas Dreck. Das wird der größte Reinfall aller Zeiten, ich schwöre es Ihnen. Für sowas habe ich einen Riecher. Kein Mensch wird Ihr Machwerk lesen. Niemand. Nein. Nein. Und ich habe es auch nicht gelesen. Nein. Nein. Und ich werde es auch nicht lesen. Nicht einen derartigen Mist. Leben Sie wohl. Lesen Sie es, bitte. Ich werfe Boris raus. Herr Ober, lesen Sie es. Ich habe den Wasserhahn im Badezimmer repariert. War keine leichte Arbeit. Musste den Zylinder ein wenig abfeilen, aber fürs Feilen rechne ich Ihnen ja nichts, Herr Grünbaum. Und die beiden neuen Dichtungen, die ich eingesetzt habe, werden kein Wasser mehr durchlassen. Darauf können Sie Ihnen verlassen, Herr Grünbaum. Also, wie gesagt, Herr Grünbaum, ich wäre mit meiner Arbeit fertig, Herr Grünbaum. Habe meine Arbeit beendet. Ich habe sie vollkommen beendet, meine Arbeit. Luzifix, sind Sie taub? Wie? Oh, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen. Ich sagte, dass ich den Wasserhahn repariert habe. Ja, das war auch höchste Zeit. Wieso höchste Zeit? Stellen Sie sich nicht so dumm. Ich musste einen ganzen Monat lang in Ihrem Geschäft antichambrieren, bevor Sie mir die Ehre erweisen, diesen läppischen Wasserhahn in Ordnung zu bringen. Ja, weil ich so viel zu tun habe, Herr Grünbaum. Ich habe keine freie Minute. Was heißt Minute? Keine halbe, keine Sekunde. Aber darf ich fragen, wieso ein Wasserhahn läppisch ist? Schön, er ist nicht läppisch. Warum haben Sie ihn dann läppisch genannt? Ich werde mich beim Wasserhahn entschuldigen. Einverstanden? Was bin ich schuldig? Also, lassen Sie mich mal sehen. Zwei Dichtungen aus bestem Gummi. Fürs Feilen rechne ich Ihnen da nicht. So, jetzt haben wir 6.30 Uhr. Jetzt lassen Sie mich sehen. Also, zahlen Sie mir für die ganze Arbeit, das sind zwei Gummi, Dichtung, Feilen, wenn er Feilen nicht, sagen wir... Wie viel möchten Sie zahlen, Herr Grünbaum? Nennen Sie mir einen Preis, Herr Stux, und wir werden keinen Richter brauchen. Gut? Gut, nämlich ich habe diesen Hahn derart repariert, dass er Ihr ganzes Leben lang halten wird. Das freut mich. Vielleicht sogar 5 Jahre. Umso besser. Und was kostet das? Also, Herr Grünbaum, wenn auch Sie der Meinung sind, dass ich eine gute Arbeit geleistet habe, dann zahlen Sie mir, was Sie wollen. Sehen Sie, mein Lieber, das ist genau die Art, die ich nicht vertragen kann. Was Sie wollen, wie viel ist das? Was soll ich mir darunter vorstellen? Sie haben den Wasserhahn sehr schön repariert. Mhm. Und jetzt sagen Sie mir, die Reparatur kostet so und so viel. Wie viel? Das müssen Sie sagen. So ist es unter zivilisierten Menschen üblich. Habe ich recht? Vollkommen, Herr Kümmer. Sie haben vollkommen recht. So ist es unter zivilisierten Menschen üblich. Also? Ja, also auf diese Art kommen wir nicht weiter. Was rechnen Sie denn gewöhnlich für so eine kleine Reparatur? Gar so klein war sie nicht. Also für so eine große Reparatur? Sie war auch nicht groß. Es handelt sich um einen Wasserhahn mittlerer Größe, ungefähr 6 Zentimeter. Also, was rechnen Sie für einen 6 Zentimeter langen Wasserhahn? Ich sagte ungefähr 6 Zentimeter. Vielleicht ist er etwas größer. Das ist doch gleichgültig. Meinetwegen kann der Hahn auch 10 Meter lang sein. Oh mein Gott. Nein, Herr Grünbaum, 10 Meter. Es gibt keinen 10 Meter langen Wasserhahn. Ich bin ziemlich sicher, dass er zwischen 6 und 8 Zentimeter Maß. Dann sagen Sie mir endlich, was Sie für einen 6 bis 8 Zentimeter langen Wasserhahn bekommen.
Je nachdem, Herr Grünbaum, das hängt davon ab. Manche Leute wissen eine ehrliche Arbeit zu schätzen, manche nicht. Sie würden nicht glauben, was es für Geizkragen gibt. Richtige Saubären. Wie viel zahlt jemand, der kein Geizkragen und kein richtiger Saubär ist? Wie viel zahlt er? Mehr. Ich meine in barem Geld. Natürlich in barem Geld, ich nehme keinen Scheck. Hören Sie, Herr Stux, wenn Sie vielleicht glauben, dass Sie mich auf diese Weise... Nicht mit mir! Ja, Fritz, was ist denn? Bitte, Liebling, bitte hilf mir. Ich ertrage das nicht länger. Pass auf. Es handelt sich darum, was ich diesem Idioten für die Reparatur im Badezimmer zahlen soll. Was verlangt er denn? Das ist es. Ja, er will sich nicht festlegen. Wie lange hat er gearbeitet? Ich habe keine Stoppuhr. Vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht länger. Ich weiß es nicht. Außerdem hat er noch irgendeine Dichtung hineingegeben. Zwei Dichtungen aus erstklassigem Gummi. Und jetzt frage ich dich, woher ich wissen soll, was man für so etwas zu zahlen hat. Keine Ahnung. Also fürs Rasieren muss ich zum Beispiel ein halbes Pfund bezahlen. Aber das ist was anderes. Dazu braucht man Seife und ein Rasiermesser, aber keine Gummidichtung. Andererseits besteht die Möglichkeit, dass der Friseur, wenn er nicht aufpasst, verstehst du? Ich glaube nicht, dass dieser Wasserhahn mehr als zwei- oder dreimal so viel kosten kann wie eine Rasur. Ja, ja, ja. Mir fällt etwas ein. Sagen Sie, Herr Stux, was macht Ihnen mehr Mühe, sich zu rasieren oder einen Wasserhahn zu reparieren? Der Wasserhahn. Aber jetzt wird es spät. Ich kann nicht mehr lang warten. So, also wer zum Teufel hält Sie zurück? Es liegt doch nur an Ihnen, weil Sie sich nicht entschließen können, eine bestimmte Summe zu nennen. Entschuldigen Sie, ich dachte, darüber hätten Sie gerade mit der Frau Gemahlin geflüstert. Also, was Sie denken, interessiert mich nicht. Glauben Sie, wir haben keine anderen Sorgen, als über Ihr verdammtes Geld zu reden? 4 Pfund, 7 Pfund, 100 Pfund, 1000 Pfund? Nein, was fällt Ihnen denn ein, Herr Grünbaum? 1000 Pfund für einen Wasserhahn. Wo denken Sie hin? Es stimmt, ich habe 2 neue Dichtungen eingesetzt, habe den Zylinder abgefeilt, aber für freien rechne ich Ihnen ja nichts. Zahlen Sie mir, was Sie für angemessen halten. Also ich lasse mich von Ihnen nicht erpressen, Sie Strolch. Mit solchen Tricks können Sie es bei den anderen versuchen, nicht bei mir. Mit Ihnen werde ich noch fertig. Ganz leicht, so. Ich frage Sie zum letzten Mal, was bekommen Sie? Also gut. Ich habe 2 Dichtungen eingesetzt. Und Sie rechnen nicht fürs Feilen? Oh ja, jetzt schon. Ich habe den Wasserhahn sehr sorgfältig repariert, Herr Grünbaum. Was bekommen Sie? Bitte, ich möchte mit Ihnen nicht streiten, Herr Grünbaum. Ich möchte mit Ihnen nicht falschen. Ich möchte mit Ihnen nicht handeln. Sie geben mir, was Sie wollen. Sie werden, wenn Sie noch lange... Mich trifft der Schlag. Sie dürfen meinen Mann nicht aufregen. Wer regt ihn auf? Er regt sich auf. Entschuldigen Sie, gnädige Frau, aber ich bin eben in geschäftlichen Dingen nicht so rücksichtslos wie manch andere Leute. Ich bin von Natur aus scheu. Komm her, du! Was bin ich dir schuldig? Weniger kann ich nicht nehmen. Wie viel bekommst du? Was du entbehren kannst. Um Gottes Willen, auseinander! Was soll das? Dieser Gangster bringt mich noch ins Grab. Hier haben Sie 2 Pfund und verschwinden Sie. Was? 2 Pfund? Wo mich allein die Gummidichtung 3,5 Pfund gekostet hat. Ich sag's ja, manche Leute sind Geizkragen, richtige Saubären. Hinaus! Herr Grünbaum, jetzt haben Sie mir die Lötlampe zerschlagen. Ich werde sie Ihnen ersetzen. Ich werde sie Ihnen bezahlen. Ich zahle alles. Die Gummidichtung, den Zylinder, das Abfeilen, alles. Was bekommen Sie für die Lötlampe? Was Sie wollen, Herr Grünbaum.